Guten Tag, hier ist Duanger Kollege Fufuna und Anausas. Hier ist der Lieutenant, hallo. Hallo. Ich brauche einmal eine Abholung, Kollegas. Kann mir einer helfen? Ich bin bei DOG. Na, alles klar, wird gleich gemacht, ja. Okay, danke schon. Will jemanden vom DOG entführen? Ja, passt da bitte auf. Wer will jemanden von DOG entführen? Bereiten G oder so. Ist der gerade wach? Naja, positiv. Ich fick macht ihn komplett, okay? Fahr mich zu Breiten G. Bitte? Fahren wir zum PD, warum fährt ihr? PD ist, wir haben ein neues PD, Duanga. Was? Du warst schon lange nicht mehr da. Haben wir auch neue Menschen? Ja, und gestern sind 10 dazugekommen. Sind das gute Leute oder Arschluck? Das sind sehr, sehr gute Leute. Und wie geht's deiner Mutter? Meiner Mutter geht's sehr, sehr gut. Ja, yeah, das ist so schon. Wollen wir gleich Streifen fahren? Können wir alles machen, ja. Okay. Ich muss nur ein bisschen neue Waffen holen und so, weil ich scheiß auf Strompistole, ich brauch nur die echte. 37101. Warte mal. Oh, dieses Tor, ja. Hallo, die Dame, wie geht's dir? Ja, gut, und selber? Jami ist auch gut. Kennen wir uns? Weiß nicht. Ja, doch, kann gut sein. Und wie heißt dein Name? Svenja. Oh, hallo, Svenja. Hallo. Und, Kollegen, ist sie ein Schlampe? No. Nein, Duanga. Was? Ich finde, sie ist eine große Schlampe, sie ist sehr nett. Duanga, Schlampe ist kein gutes Wort. Das stimmt, Schlampe ist scheiße. Ich meine Schlampa, das heißt auf meiner Sprache nette Frau. Also. Das ist Fufuganesisch, ich bitte euch. Danja, Danja, okay, okay, okay. Ich habe mich gewundert, du sagst, nein, sie ist kein Schlampe. Ich denke mir, warum, hä? Sie ist doch voll nett. Duanga, kennst du dich hier schon aus? Ja, ich kenne das von Dortmund. Ich habe immer hier eingebrochen. Achso, sehr schön. Was? Ja, da war ich noch kein Polizeimensch, ich war der Gangster. Achso. Achso. Was brauchst du? Wenn du hast 10.000, nehme ich erstmal. Hab ich nicht. Schade. Wo ist Fuchs? Fuchs ist nicht da. Er schuldet mir Geld. Egal. Wir können uns ausrüsten und dann losfahrt. Ja. Wir suchen breiten Arsch. Genau, breiten Arsch. Ja, dann nehmen wir ihn fest. Aha. Und vielleicht stolpert er mit Handfesten und bricht sich den Kopf. Aber ich hoffe nicht. Ich geh mal. Kannst du mir helfen, wo die Waffen sind und so? Ja. Komm. Wow, du hast schon lange Haare. Mit was wäschst du denn Haare? Den Schulters? Ah. Ja, ja. Oder dieses normale Duschgel. 3 in 1 oder sowas. Ja, genau. Das ist, da kannst du auch deine Schultern mit waschen. Genau. Ja. Aber nicht in die Augen, das brennt so viel. Hier kannst du Geld abheben, falls du was brauchst. Warte mal. Oh, da steht, packen Sie Geld rein, sonst ich bin leer. Ich kann gar nicht lesen. Wow. So, hier kannst du dir alles kaufen, ja? Und brauchst du Lunchpakete oder so? Oh, ich hab schon ein bisschen Waffers. Bruder, was habe ich mit ihm gemacht? So, ich bin ganz kurz vorne am Telefonieren. Bruder, die brauchen Waffen von mir, nicht ich von denen. Die brauchen Waffen von mir. Ich bitte euch, was ist das? Warte mal, ich habe nicht mal in sein Inventar. Bruder, was ist das denn? Oha. Also, 93,19, was habe ich gemacht? Das ist respektlos, dass ich überhaupt dachte, ich brauche was. So, ich bin bereit, ich habe alles. Okay, Donga Action, okay, alles klar. So, es geht los. Wir suchen Logatoni, den fetten Klaus. Dann haben wir ihn kaputt, dieses fette Schwein. Und sonst, Donga, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, danke schön. Wie geht's dir? Mir geht's wundervoll, danke schön. Moin. Hallo. Moin. Wow, wie geht's dir? Bestens und selbst? Ja, danke auch. Wunderbar. Wie heißt du nochmal? Ich bin der Herr Salamanca. Hallo Salamander. So gegen 13, 14 Uhr. Gibt dir so viel? Ich bin sogar hier nicht rausgekommen. Hallo. Wieder so ein Tau-Hedi, der die Autos aufschleppen kann. Okay, ich würde sagen, wir fahren los. Wollen wir zwei Autos machen, hintereinander fahren? Können wir auch machen. Weil vier in ein Auto, weil was ist, wenn wir breit in den Arsch festnehmen sollen? Oder wir stecken in den Kofferraum. Kofferraum. Ich bin dabei. Ja, sowieso. Aber ich fahre, ich will wenigstens heil ankommen. Wir können 2-3 Autos machen sogar. Ja, dann lass 3 Autos machen. Wir fahren in Kolonne! Wollt ihr zwei mit zu Duanga gehen? Wir machen 3 Autos hinter euch. Genau, ihr zwei, genau, mit Duanga. Genau. Dann Svenja ja noch zu mir und dann. Ja, let's go. PD51 für 10. Wer jetzt mit wem? Du kannst hier einsteigen. Hier? Yes. Natürlich. Ich hoffe, Duanga kann gut fahren. Diese mexikanische Zwei Auto, ne? Oh, okay. Duanga ins Auto will. Ja, natürlich. Dann hier, mach, vertauschen wir. Ja, genau. Ich hab Duanga eigentlich schon sehr vermisst, muss ich sagen. Okay, geht's los? Es geht los. Seid ihr alle im Funk drin, ne? Ja, natürlich. Okay.
Oh, das war gerade auf. Das linke Tor. Linkes Tor. Das war zum Dispatch fahren. Wo ist der Dispatch? Kannst du mir markiert? Fratello, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir hingehen. An der Mall. Soll ich dir markieren? Natürlich. Mach ich sofort. Mike, bisschen leiser, Chat. Soll ich bisschen leiser machen? Wow, die Autos fahren Baba. Schütze, aktive Schüsse an der Mall. Ich mach mich schon mal schussbereit, Signore. Natürlich. Officer, ey. Was ist hier los? Ich glaube, da kann keine Heli fliegen. Ah, okay. Hey, hier werden Helis von uns abgeschleppt, Autos von uns abgeschleppt. Schauen Sie aufs Dach. Hast du gesehen, der Drache? Ich hab's gesehen. Bleiben Sie stehen, Sie sind... Sehen Sie nicht aufs Dach? Bleiben Sie stehen. Bringt wohl alle Autos nach Goben. Plus die Schüsse wurden gesichtet von den Männern mit beige Hose. Breiten Sie, steht hier der Breiten? Oh, Schütze, hallo. Wer schießt denn hier? Kommen Sie raus, Sie sind verhaftet! Sie flüchten! Donga, warum hast du geschossen? Die sind mit Waffers, Kollege, ich habe auf Reifen geschossen, der flüchtet. Ich laufe ihn gerade hinterher bei dem Mal. Donga, warum hast du geschossen? Auf die Reifen, damit er nicht wegfährt. Er hat eine Pistole bei sich. Siehst du, yo, Mann. Da, Hauptsache fragen, warum man schießt. Halt doch die Schnauze und mach mit. Scheiße, dieser Arschloch hat einmal geschossen auf mir. Signore Donga, ich werde sie rächen. Minka, wieso kann ich sie nicht ablegen? Hier sind ganz viele mit beige Hosen. Si, non c'è problema. Non c'è problema. Das sind, glaube ich, die von Dings. Ich habe auch gerade den anderen gehört. Si, Duanga ist bei mir. Ich habe ihn stabilisiert. Die sind alle von Gambinos gefühlt. Fühle ich aber, dass sie noch dann stabil weitermachen. Nee, ich meine, die, gegen die wir schießen, sind Rivera, ja. Aber ich wusste nicht, dass Gotti ins PD gegangen ist. Fühle ich richtig. Soll ich euch sagen, was ich nochmal gefühlt hätte? Wenn die mit RP ins PD gegangen wären. Wenn die vorher eine Familie gesnatcht hätten bei der Polizei. Und dann die ganze Zeit keine richtige Familie waren, sondern verdeckte Ermittler. So wie damals mit Donny Brasco, der Film. Hey, Kollegas, kennt mich jemand zum MD-Fahrt? Ich kann dir was anderes dafür geben. Da war er. Da war Breiten G. Wer waren diese Leute? Ich kannte die nicht. Ja, wir haben zwei von denen hier vorne liegen. Ah. Hallo, wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich wieder gut. Danke schon. Was ist Kutschekutsch? Entschuldigung. Haben Sie Schmerzen? Mit wem hast du gerade Kutschi-Kutschi gemacht? Nein, tut mir leid. Okay, ich habe keine Schmerzen, danke. Ja? Okay, super. Kurze Frage, können Sie bezeugen, dass die Herrschaften diese beigen Hosen getragen haben, die auf Sie geschossen haben? Ja. Okay, auch die Dame eventuell? Zeig mal. Wer sind Sie? Das hier? Ist auch meine Frage. Ja, Entschuldigung. Die wollte in das flüchtige Auto steigen. Okay. Der auch, einer hat auf, ich bin hinterher gelaufen, ich habe auf Reifen geschossen, ich habe gesagt, bleiben Sie stehen, Sie sind verhaftet. Ich sage, bleiben Sie stehen. Ich hätte 10-mal schießen können, ich hätte in einem Tag, er wäre in seinem Kopf tot. Aber ich habe gewartet. Fratello, hai fatto, was hat er gemacht? Ist das hier das PD oder eine italienische Mafia? Ecco, jetzt weiß ich, wieso ich meine Nummer. Warum italienische Mafia, Kollege Arschloch? Wir sind hier aus allen Nationen vertreten, ja? Wir empfangen gerne alle Nationen, das ist uns völlig egal, woher du kommst. Also halt deinen Fresser, okay? Bevor ich dich Anzeige mache. Kannst du auch uns nicht spielen, ja. Hallo, wer ist da? Ich mache jetzt die. Ja, klar, meine Weste abziehen. Ja, meine Maske, Telefon. John Carsten? Ist da Fufu? Nein, hier ist Duanga Kalinga Fufu na Unana Oses. Duanga Fufu Onosas. Lieutenant, wenn ich bitten darf. Wo bist denn du? Garage vom Park. Komm in die Waffenkammer ganz alleine. Wenn ich bloß wüsste, wo die ist, die Waffenkammer. Komm in die Kammer. Wow, ich hab's echt geschafft. Hauptsächlich! Duanga! Wie geht's, John Carsten, alles klar? Wie geht's dir? Warum bist du mit dieser SWAT? Bist du mich verarscht? Genau. SWAT-Einheit. Duanga, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und deine Mutter? Du blondes Schwein, Alter. Was? Ich sag, wir haben uns lange nicht gesehen. Naja, ich war... Wo warst du denn die ganze Zeit? Na, die Munition produzieren. Guck mal, was ich neu geholt habe hier. Runter auf die Knie. Hier runter. MA4 Gewehr. Frisch aus Mexiko eingeliefert. Kennst du das hier? Oh Scheiße, ich habe schwere Arme. Nein. Du kleine Schwein. Hey! LSPD! Runter auf den Boden! Willst du mich verarscht? Du hast dich gerade selbst verraten. Vollidiot. Scheiße. Hilfe! Hilfe! Wieder in die Hosentasche. Wie die werden. Korruptes Schwein. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder in die Garage? Hilfe! Nein. Wie komme ich wieder in die Garage, Chat? Hier, ne? Komm her! Leisten können, so wird hier noch keiner vom Staat gestellt. Sollte sich kein Richter am Staat befinden, so übernimmt das LSPD die Judikative. Haben Sie Rechte verstanden? No, das war viel zu schnell. Okay, super. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden.
Okay. Sie haben das Recht zu schweigen. Signore, sind Sie gefesselt? Ja. Soll ich Sie wieder fesseln? Sie haben das Recht auf rechtlichen Beistand. Sollten Sie sich keinen leisten können, so wird Ihnen auch keine vom Staat gestellt. Okay. Sollte sich kein Richter am Staat befinden, so übernimmt das LSPD die Judikative. Haben Sie Rechte verstanden? Das heißt, wenn ich kein Geld habe, hilft mir das LSPD? Danke, danke. Nee. Kein Problem. Da helfen Sie sich selber. Die Dame, wer hat auf mich geschossen? Können, so wird Ihnen auch keine vom Staat gestellt. Ich verarsch dich nur. Also, wer hat auf mich geschossen? Auf Sie? Ja. Yeah. Ich weiß nicht, wer das war. Das war einer mit euren Hosen, welche Hosen? Das war, glaube ich, der da hinten. Der steht da hinten. No, ich habe gar nichts gesehen. Ich glaube, einer von Ihren Kollegen hat auf sich geschossen. Signore Duanga, das war der. Was meinst du? Alles klar, Sie haben hast du genau gesehen? Du hast auf mich geschossen? Ich? Nein. Weißt du, dass ich dir hätte in den Kopf schießen können von hinten, die ganze Zeit? Ich war das nicht. Und ich habe extra nicht auf dich geschossen? Ich war das immer noch nicht. Doch, du warst das. Winterstein! Doch, ich hab dich genau gesehen. Warum bist du dir so sicher? Weil ich deinen Fresser gesehen habe. Und ich hab dich doch gesehen, wie du einen hinterhergerannt bist. Was? Oben. Nein, warum dir. Lügst du? Nein, ich war unten auf dem Parkplatz. Frag doch deinen Kollegen, der hat doch gerade gesagt. Warum lügst du jetzt? Der Kollege hat gerade gesagt, du warst das. Also ich hab den Herrn auf Parkplatz aus dem Gefecht gesehen. Ja, hörst du das? Auf Parkplatz? Also du bist am Lügen, Lügner. Aber vielleicht ist er danach auf Parkplatz runtergerannt. Genau, das war aber nachdem das Herr Duanka lag. Ja, richtig. Wie gesagt, Schlag in einem Busch. Nee, sie sind aus dem Busch gekommen, ich hab den auch gesehen, wie der den einen Kollegen hinterhergerannt ist. Eine Frage, hat er eine Tag dabei gehabt? Nein, hab ich nicht. Ich hab ihn nicht gesucht. Stimmt sogar. Er hat keine Tag. Ja. Ja, also was hat er dabei gehabt? Eine Pistole. Deswegen war das also unterstellen Sie mir keine Sachen, ja? Okay, dann ist das richtig, dann war er das zu 100%. Ich wurde mit einer Pistole in die Idee geschossen. See, das stimmt auch. Ich das stimmt 100%. Ich wurde auch mit der Pistole angeschossen. Kurze Frage. So, wir haben hier zwei Aussagen von zwei verschiedenen Polizisten. Dann würde ich sagen, Maximalstrafe. Wie ist die Nummer von Duanga? PD-Nummer von Duanga, Herr Duanga, Ihre PD-Nummer? 130. 130? Ja. Okay, ich habe alles eingetragen. Sie werden Flipper! Und dann wir gehen auf die Vorschau und dann auf die Speichern. Zu wem gehört dieser Mann hier? Bitte. Zu wem gehörst du? Zu einem Zivilist? No. Ja, drei Zivilisten mit beige Hose, natürlich. Ja, auf so, die Weste steht Rivera. Was steht da drauf? Rivera. Das ist mein Nachname, ey. Das ist das Problem. Ah, sie war bene. Okay. Das ist Merch, ja, Merch. Nein, warte mal, dein Nachname? Habt ihr seinen Ausweis gezogen? Ja, Raffaello Tesla. Oh, schade, fast Rivera. Donatello, Raffaello, Tesla. Und dann frage ich mal, warum die anderen auch deine Weste anhaben, diese Dame, und da steht auch Rivera drauf. Das ist ein Merch, wie gesagt, ne? In der Mall kannst du das kaufen. Wir können ja gerne zusammen dahin fahren, kann ich dir das zeigen, dass es ein Merch ist. Will ich mal sehen. Also erstmal machst du gar nichts, außer die Zelle von drin beobachten. Wir fahren dich jetzt in den Knast. Ich habe gespeichert. Hast du gespeichert, hast du die Bußgelder ihm gegeben? Stark. Stell's so, immer. Sorry, ich bin fertig mit Essen, Chat. So. War meine erste Mahlzeit. Möchte wohl vorher lesen, ja? Si. Und wieder bis 0 Uhr kann ich essen. Wie viele, Signore Winterstein? Einsteigen und dann zeigen wir alles im SG. Wie ist der Name? Stand in der Akte. Nicht so viel Zeit, Rollenwinter! So, Kollege. Ich seh Enzo von Rivera? Nein, immer noch nicht. Dein Name war Tesla, ja? Donatello. Ich werde dich fertig machen. Warum? Aber warum da? Warum willst du mich fertig machen? Komm mal her. Die Dame. Wie heißt dein Name? Mein Name ist Destiny. Destiny? Okay. Er sagte, der Herr Tesla sagte gerade, ihr seid vom Rivera und seid eigentlich gut mit der Polizei. Ist das richtig? Also die Polizei ist unser bester Freund. Das ist einfach nur ein Merch. Gut. Ja, das heißt, ey, sei mal leise dahin, er soll leise reden. Gut, alles klar. Er hat mir gerade gesagt, das Rivera-Kartell distanziert sich davon, mit der Polizei Stress zu haben. Ist das richtig? Wir sind gute Bürger. Okay. Ja, jetzt sind sie alle hier. Das ist sehr interessant. Wenn du mir jetzt sagst, dass ihr vom Rivera keinen Stress mit uns haben wollt, dann lassen wir dich jetzt gehen. Sag es. Wir von Rivera, wir distanzieren uns von Stress mit der Polizei. Alles klar, sie hat mir gerade bestätigt, dass sie von der Rivera-Kartell ist. Sie ist voll Idiot. Komm mit, wir gehen die hochnehmen. Einer von denen bringt sie in Polizia. Und ich brauche zwei Officer mit mir auf Streifen. Bitcoin, lauf schnell, wenn er hinter dir her ist, hast du keine Chance, du hast sofort...